Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen kurzen Video aus meinem Styling Guide. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, heute geht es um einen Begleiter und zwar um dieses hübsche Exemplar hier. Die gute nennt sich Liv Moore und da zeige ich euch heute, wie ihr euch die besorgen könnt. Und zwar, ihr müsst euch natürlich als allererstes porten. Und zwar nehmt ihr da den Portpunkt in Akt 1 Hain des Wehklagens. Und danach ist das Ganze denkbar einfach. Ihr braucht einfach nur ein bisschen Glück und jede Menge Geduld, denn der Gegner, der dieses Begleiterchen fallen lässt, ist relativ selten. Allerdings mit ein bisschen Durchhaltevermögen sollte das für jeden möglich sein, das Teil zu erfarmen. Also, ihr portet euch in den Hain des Wehklagens und dann zeige ich euch, wen oder was ihr töten müsst. Wenn ihr dann da angekommen seid, dann gilt es einfach nur die Karte aufzudecken und darauf zu hoffen, dass ein ganz bestimmter Gegner erscheint. Das ist ein gelber Zombie und heißen tut der gute Ravi Lillywhite. Genau, den müsst ihr einfach zerlegen und beim ersten Kill droppt er euch 100% dieses Pet. Auch völlig unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Ihr müsst nichts weiter machen, als dieses Item aufzusammeln und in euer Inventar zu packen. Und dann habt ihr das schon erledigt. So, wenn ihr das Teil dann in eurem Inventar habt, macht ihr da einfach einen Rechtsklick drauf und dann landet das in eurer Sammlung. Dort, wo ihr auch die ganzen anderen Begleiter findet, das Ganze sieht dann so aus, wie gesagt, heißen tut die gute Liv Moore. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich finde es auch nett, dass sie an eine Fernsehserie angelehnt ist und dass sie relativ selten ist, denn das ist etwas, das kann sich wirklich jeder erfarmen. Dafür braucht man kein spezielles Gear oder sonstiges, sondern das kann wirklich jeder machen. Man braucht einfach nur ein bisschen Durchhaltevermögen und ein bisschen Farmaufwand, den man investieren muss. Und dann kann man sich auch mit einem seltenen Begleiter in Diablo 3 schmücken. Genau. Das war es dann auch schon wieder von meinem kurzen Guide. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder aber ein Abo für meinen Kanal. Darüber freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß damit, wünsche euch natürlich viel Erfolg beim Farmen und auf dass es nicht allzu lange dauert, bis ihr sie gefunden habt. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.